Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Webinar Mitarbeiterkommunikation und Zusammenarbeit im Homeoffice. Ich bin Friederike Bernd von der SCM und bevor es gleich so richtig losgeht, habe ich noch einige Informationen zum Ablauf des heutigen Webinars. Carsten Rossi von Kammann Rossi wird Ihnen gleich Tipps geben, wie die Zusammenarbeit im Homeoffice jetzt organisiert werden kann. Normalerweise nimmt man sich für die Einführung von Collaboration Tools ja einige Zeit, aber dieser Situation geschuldet ist das eben gerade nicht möglich und wir wollen darauf eingehen, wie das auch im Schnelldurchlauf jetzt gelingen kann. Sie können gern Fragen stellen. Am Ende des Webinars wird Carsten Rossi dann darauf eingehen. Ihrem Bedienpanel haben Sie den Punkt Fragen und dort können Sie einfach Ihre Fragen auch schon während seines Vortrags eingeben. Wir sammeln die dann und gehen, wie gesagt, am Ende darauf ein. Das war es auch erstmal von mir und ich würde jetzt das Wort an Carsten Rossi übergeben. So, sehr schön. Danke. Dann ja, erstmal herzlich willkommen. Wie gesagt, Fragen einfach im Bedienpanel stellen. Ich versuche das so schnell durchzukriegen, dass wir dann noch ungefähr 10 bis 15 Minuten haben, um auf Fragen einzugehen. So, jetzt muss ich erstmal die Technik unter Kontrolle kriegen. Darum geht es ja heute. Übertragung starten. So. Jetzt gucken wir mal. Man sieht meinen unaufgeräumten Hauptbildschirm. Ich starte das. Das kommt nach hier und alles sollte soweit gehen. So, falls irgendwer irgendwas nicht sieht, mich nicht hört oder so, ich höre auch niemanden, einfach per Frage oder per Chat an die Friederike, falls es da Probleme gibt, weil ich kann von hier aus nichts machen. So, also Thema Mitarbeiterkommunikation und Zusammenarbeit im Homeoffice. Eigentlich könnte das ein angenehmes Thema sein, wenn das nicht der Anlass wäre, den wir aktuell hätten. Das hat Friederike ja auch schon kurz angekündigt oder angeteasert sozusagen. Muss halt alles sehr schnell gehen. Insofern ist die Präsentation auch ein bisschen abweichend von den üblichen Dingen. Ich biete jetzt heute nicht wahnsinnig viele Optionen an. Ich gehe heute auf ein Setting ein, das sich bei uns und bei unseren Kunden bewährt hat, von dem ich weiß, dass es schnell einsatzfähig ist und dass man jetzt im Zweifelsfall auch wirklich schnell auf die Beine stellen kann. Kurz vielleicht zu uns, damit Sie wissen, ob es sich lohnt, mir zuzuhören. Also wir sind eine Kommunikation, also mein Name ist Carsten Rossi, genau, von Kammann Rossi. Wir sind eine Kommunikationsagentur, 72 gegründet, 30 Mitarbeiterbüros in Köln und London. Wir haben einen ganz starken Fokus auf interne Kommunikation und Change-Kommunikation. Das ist auch das, glaube ich, was heute ja dann eben das Wesentliche ist. Wir machen da Full Service. Wir haben Kunden aus allen Bereichen, sehr stark B2B-lastig an der Stelle, was allerdings dann in der internen Kommunikation ja erstmal keinen großen Unterschied macht. Und vielleicht nur als ein Beispiel, damit Sie wissen, dass wir uns auch wirklich ein bisschen auskennen und dass ich nicht einfach irgendwo bei einem Berater Slides geklaut habe. Ein bisschen kurzer Einblick in das, was wir machen. Also zum Beispiel betreuen wir die Deutsche Bahn Fernverkehr in der internen Kommunikation. Da gibt es eine Zeitung, da gibt es eine App, da gibt es Veranstaltungen. Zurzeit konzentriert sich natürlich alles. Wir kommen nochmal zu dem Thema, auf das Thema App, um Mitarbeiter schnell und umfassend informieren zu können. Wir machen da alles. Wir machen da einerseits Artikel, wir machen Videos für die, aber wir sorgen auch für die Promotion der verschiedenen Kanäle, die sie haben, also dass den Leuten auch bewusst wird, dass es da etwas gibt. Wir machen die Change-Kommunikation drumherum. Das heißt, wir machen sozusagen das ganze Paket. Das heißt, wir machen nicht nur die Kommunikation, sondern wir verkaufen sie auch. Was wir auch schon gemacht haben, ist Social Intranets einzuführen, hier bei Real oder Collaboration-Umgebung wie bei Continental. So, das soll jetzt mal als Glaubwürdigkeitsbeweis ausreichen. Kommen wir endlich zum Thema. Die aktuelle Herausforderung. Sorry, we're closed, but still awesome. Fast alle, also bei unseren Kunden ist es jetzt bei 100%, haben die aktuelle Situation, dass abgesehen von manchen Mitarbeitern, manchen produzierenden Mitarbeitern eigentlich alle im Homeoffice arbeiten. Für viele ist das eine völlig neue Situation, der sie sich ausgesetzt sehen. Bei manchen ist die digitale Infrastruktur besser als bei anderen. Trotzdem hat es das, glaube ich, in diesem als so großmaßstäbliches Manöver noch bei keinem gegeben.
Natürlich ist die Situation innerhalb sozusagen der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage nochmal dadurch schwieriger, dass wir auch wirtschaftliche Probleme haben. Also das heißt, wir haben nicht nur eine Krise im Sinne einer örtlichen Verlagerung, sondern wir haben eben auch sehr viel Unsicherheit. Wie geht es wirtschaftlich weiter? Das heißt, die Mitarbeiter sind nicht nur beieinander, sondern sie sind im Zweifelsfall auch noch alleine und ängstlich zu Hause. Das habe ich in ganz vielen Gesprächen so in den letzten 2 Wochen mitbekommen, dass ein dominierendes Gefühl durchaus auch Angst sein kann. Also ungewohnte Situationen machen Angst, aber eben die wirtschaftliche Situation macht auch Angst. Und insofern ist es eben nicht nur die Verlagerung von Kommunikation, sondern am Ende ist es wirklich Krisenkommunikation, die wir hier aktuell fahren müssen. Krisenkommunikation hat 4 wesentliche Dimensionen. Das eine ist, Krisenkommunikation muss Informationssymmetrie herstellen. Das heißt, alle müssen alles rechtzeitig, idealerweise gleichzeitig wissen. Es muss parallel dazu Prozessfähigkeit sichergestellt sein. Das heißt, die Menschen müssen weiterarbeiten können. Das ist so ein bisschen die Abweichung zu normaler Krisenkommunikation. Also wenn ein Unternehmen in einer Krise steckt, dann habe ich häufig dann die Mitarbeiter noch irgendwo im Headquarter, kann sie leichter erreichen. Die normalen Arbeitsprozesse werden erstmal nicht behindert, also zumindest nicht auf einer sehr materiellen Ebene. Das passiert hier, weil die Teams auseinandergerissen werden. Also das ist die zweite Dimension. Das dritte ist Produktivität. Es sieht eben so aus, als würde es nicht einfach am Montag verschwinden. Das heißt, wir müssen auch längerfristig sehen, dass diese Zusammenarbeit funktioniert. Und das fast würde ich sagen, wichtigste ist natürlich das Thema Teamgefühl. Also da, wo ich sonst mit meinen Kollegen zusammensitze, bin ich jetzt alleine zu Hause in meinem Homeoffice. Ich habe Homeschooling. Und da geht natürlich sehr leicht dieses Gefühl einer Gemeinschaft verloren und jeder fühlt sich sehr schnell isoliert. Diese 4 Dinge, über die will ich heute reden. Im besten Agenturdeutsch habe ich da 4C rausgemacht. Das heißt, ich rede einerseits über Kommunikation, über das Thema Kollaboration, wie kann man gut zusammenarbeiten, über das Thema Kontinuität, wie schaffe ich es, das auch über einen längeren Zeitraum zu ziehen, und als letztes über das Thema Community, das heißt, wie schaffe ich es trotzdem noch als Gruppe, als emotionale Gruppe sozusagen lebendig zu bleiben und ein Teamgefühl herzustellen. Gut, kommen wir zum ersten. Jetzt könnte man natürlich sagen, na ja, die sind doch alle noch froh, dass sie Jobs haben. Brauchen die wirklich mehr Kommunikation oder andere Kommunikation? Es gibt da schöne Auswertungen zurzeit. Das ist das Gute bei den digitalen Tools. Da kann man sehr schön sehen, dass das Informationsbedürfnis wahnsinnig stark ist. Also in Mitarbeiter-Apps, die vor kurzem ausgewertet wurden, haben wir gesehen, dass die Zugriffe auf die Inhalte dieser digitalen Plattformen um 80% gestiegen sind. Insbesondere an den Wochenenden haben wir zweieinhalbfache Menge an Zugriffen. Und wir haben insbesondere auf ganz speziellen Artikeln, also allen möglichen Krisen-Updates etc., haben wir wesentlich mehr Revisits. Das heißt, das kennen Sie vielleicht, ich weiß nicht, ich mache das morgens und abends, gehe ich einmal auf Zeit Online, gucke mir die wichtigsten News-Updates im Blog an. Das heißt, das sind Artikel, die immer wieder besucht werden. Diejenigen, die eine digitale Kommunikationsinfrastruktur haben, reagieren darauf auch. Also wir haben 170% mehr News-Updates gegenüber normalen Zeiten. Also das Kommunikationsbedürfnis ist definitiv da. Wenn ich diese Form von Kommunikation, offizieller Kommunikation, gut machen will, dann muss diese Kommunikation aus meiner Sicht 3 wesentliche Kriterien erfüllen. Sie muss einerseits schnell sein. Das heißt, ich muss Mitarbeiter in Echtzeit erreichen können. Weil wenn ich zu viel Zeitverzug habe, das haben wir auch ganz am Anfang der Corona-Krise gesehen, entstehen leicht Gerüchte, ich habe ein Informationsvakuum. Das zweite ist, die Kommunikation muss transparent sein. Es müssen alle alles wissen oder alle müssen das wissen, was sie auf jeden Fall wissen müssen. Ich kann nicht einfach Gruppen auslassen, weil zwischen diesen Gruppen entstehen sonst auch Gerüchte. Und das dritte ist das Thema, es muss umfassend sein. Ich muss die Möglichkeit haben, unterschiedliche Dinge zu kommunizieren. Das kann von einem einfachen News-Update bis zu einer Ansprache des CEO oder Geschäftsführers gehen, geht aber auch von einem einfachen News-Ticker bis hin vielleicht zu Video. Also ich muss schon die Möglichkeit haben, auch unterschiedliche Formate zu spielen und jetzt nicht immer nur einen einzelnen E-Mail-Newsletter zu verschicken. Schnell, transparent und umfassend
übersetze ich in diesem speziellen Fall jetzt einfach mal in drei andere Begriffe. Und zwar einerseits in digital, nicht so schnell als digitale Medien. Also wir machen viele Mitarbeiterzeitungen, die sind zurzeit nicht das richtige Medium, es sei denn, sie werden jetzt gerade vielleicht durch Zufall ausgeliefert, was meistens auch nicht funktioniert. Transparent heißt vor allen Dingen mobil. Denn eins wissen wir, jeder Mitarbeiter hat heute ein Smartphone. Das heißt, wenn ich ihn auf diesem Device erreichen kann, habe ich die beste Möglichkeit, alle gleichzeitig zu erreichen, egal wo sie vorher gearbeitet haben, im Büro, in der Halle, also in der Werkshalle oder wo auch immer. Und das Dritte ist, meine Empfehlung ist, ein Hub zu machen. Das heißt, so etwas wie eine Themenseite, eine große Seite, wo man eben hingehen kann und verschiedene Informationen auch wirklich draufpacken kann, um das nicht so vereinzelt zu haben. Auf einem Hub, also im Sinne eines kleinen Magazins, mir geht es jetzt nicht um Schönheit, sondern im Sinne einer umfassenderen Gestaltung, kann ich eben verschiedene Informationen spielen und kontextualisieren. Natürlich gibt es Medien in der internen Kommunikation. Wir haben das Intranet. Das Intranet hat das Problem, dass es häufig nur den berühmten White Collars zugänglich ist, dass viele derjenigen, die in der Produktion sind, darauf keinen Zugriff haben. Das heißt, in den meisten Fällen ist das relativ schwierig. Plus der Zugriff von außen ist bei weitem nicht von allen gewährleistet. Ich kann natürlich verschiedene Social Media Plattformen nutzen. Das reicht von WhatsApp bis hin zu, es gibt ja zum Beispiel auch Facebook for Business. Da habe ich eben grundsätzlich das Problem, dass einerseits sozusagen die Vertraulichkeit nicht gewährleistet ist. Nicht jeder will unbedingt das nächste Krisenupdate direkt an die Kunden kommuniziert haben und natürlich datenschutzrechtlich ist das schwierig. Und deshalb bieten sich zurzeit etwas an, was wir jetzt schon seit einigen Jahren auf dem Markt haben, nämlich Mitarbeiter-Apps. Das heißt Apps, die Mitarbeiter auf ihrem Handy installieren können, sodass sie jederzeit von außen erreichbar sind, egal ob sie normalerweise einen Computerarbeitsplatz haben oder nicht. So sieht das dann im Zweifelsfall aus. Das heißt, so ähnlich wie ich meine üblichen News-Geschichten machen kann, kann ich jederzeit als Mitarbeiter schlicht und einfach meine Firmen-App aufmachen. Da sehe ich dann eben die entsprechenden Informationen. Die Frage ist nur, wie komme ich da im Moment schnell dran? Im Moment gibt es ein Angebot, also es gibt ja diverse Mitarbeiter-Apps. Im Zweifelsfall, ich gehe heute nur auf eine ein. Im Zweifelsfall kann ich aber auch gerne Listen rumschicken, wenn es da irgendwas gibt. Aber die einzige, die zurzeit schnell reagiert hat, ist meines Wissens, ich lasse mich aber auch gerne korrigieren, Staffbase. Staffbase ist eine der bekannteren Mitarbeiter-Apps am Markt. Und die haben sehr, sehr schnell dieses Staffbase Now rausgebracht. Staffbase Now erfüllt im Moment alle Kriterien, die ich vorhin aufgezählt habe. Das heißt, sie ist erstens mal schnell verfügbar. So, also man kann, wenn man sich bei denen meldet, das Basispaket innerhalb eines Tages zur Verfügung gestellt bekommen. Dann haben die Redakteure Zugriff. Ich kann anfangen, Inhalte einzupflegen. Und nach 3 Tagen schon kann ich für alle Mitarbeiter live gehen. Staffbase hat den entscheidenden Vorteil, dass es wahnsinnig transparent ist, denn ich brauche nicht unbedingt eine Einbindung ins Active Directory. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Menschen dazu zu holen. Das kann über Firmen-E-Mail-Adressen, persönliche E-Mail-Adressen, über Zugangscode oder im Zweifelsfall eben doch das Active Directory sein. Und ich kann Nachrichten per Push direkt an das ganze Unternehmen schicken oder eben in verschiedene Regionen, Abteilungen, Teams, wie auch immer sie organisiert sind. Das Dritte ist, es ist sehr umfassend, weil man selbst in dieser abgespeckten Version Staffbase Now sehr viele Medienarten und Formate unterbringen kann, also von Videos bis hin zum Download von zum Beispiel Krisen-PDFs. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Bildschirmansicht. Also es gibt zwei Ansichten auf der App, also auf dem Handy selber und man kann es auch auf dem Desktop angucken, wenn man denn einen hat, also im Browser. Da sieht man hier sehr schön, ich habe oben eine Galerie, da kann ich verschiedene Informationen spielen. Ich habe Videos, die ich bringen kann. Ich habe zum Beispiel auf der rechten Seite, das wird gleich mitgeliefert als Krisenkommunikationstemplate. Aktuell habe ich so eine Ecke, wo ich alles, was wichtig ist, rund um das Thema Corona, wirtschaftliche Krise etc. unterbringen kann. Darauf kann ich dann draufklicken und lande auf einer speziellen Themenseite. Da kann ich dann zum Beispiel hier den FAQ unterbringen. Das heißt, alle Fragen, die vielleicht von Mitarbeitern gestellt worden sind. Ich habe rechts die Krisenkontakte. Ich habe PDFs zum Download und so weiter und so fort. Das heißt, das ist, wenn diese Infrastruktur noch nicht da ist, gerade eben auch in Unternehmen, die
nicht alle, die nicht nur aus PC-Arbeitsplätzen bestehen, habe ich innerhalb von 3 Tagen eine Möglichkeit, wirklich alle sehr schnell zu erreichen. So. Insgesamt enthalten ist da aktuell in der Now-Version ist ein News-Modul. Es gibt die Fokus-Themenseite. Ich kann die News in unterschiedliche Kanäle auch einordnen. Ich kann verschiedene Bilderformate unterbringen. Ich kann, dazu komme ich gleich noch ganz kurz, ich kann Push-Nachrichten rausschicken. Ne? Also ich kann wirklich dann gezielt Mitarbeiter auch per Push informieren, so wie die ganzen nervigen Dinge, die wir immer von WhatsApp kriegen und verschiedene andere Dinge. Und was nicht ganz unwichtig ist, ich kann die Zugriffe auch messen. Das heißt, ich kann sehen, sozusagen erreiche ich auch am Ende. Der aktuelle Projektablauf, so wie Staffbase das sagt, funktioniert folgendermaßen. Am ersten Tag nach der Anfrage bekommen die Redakteure Zugang, können anfangen, Inhalte erstellen. Am Tag 30 go live für alle Mitarbeiter. Das ist dann eine sogenannte Web-App. Das heißt, es gibt eine Domain, wie zum Beispiel corona.meinunternehmen.de. Ich rufe quasi eine Webseite auf und bin ab da sozusagen online. Und ab Tag 15 ist das Ganze eine native App. Dann funktioniert auch erst, das muss man dazu sagen, die Push-Benachrichtigung. Das heißt, in dem Moment, wenn ich eine wirkliche App daraus habe, ist es dann auch möglich, diese Push-News zu nutzen. Dass das 15 Tage dauert, liegt nicht an Staffbase, das liegt an den Regeln hier im Play Store und im App Store, weil da kann ich die Sachen dann nämlich ganz runterladen unter einem eigenen Namen. Aber diese Dinge müssen genehmigt werden und es dauert seine Zeit und darauf haben die Anbieter keinen Einfluss. Also 15 Tage ist dann ein guter Durchschnitt. Aber wie gesagt, nach 3 Tagen kann ich eben Menschen informieren. Was hat sich jetzt bewährt innerhalb einer Mitarbeiter-App? Also ob das jetzt Staffbase Now ist oder ob das andere Apps sind, die Sie vielleicht schon nutzen. Die Kernformate für die Krisenkommunikation sind unserer Erfahrung nach zurzeit einmal wirklich regelmäßige News-Updates. Also man könnte denken irgendwie, dass die Leute genügend Informationen haben, aber die Unsicherheit ist zurzeit bei vielen so groß, dass eine regelmäßige Information genau dieses Informationsvakuum verhindert, das wir alle nicht wollen. Also Unsicherheit braucht kommunikative Betreuung. Was sehr hilft, ist, wenn ich nicht nur sozusagen einfach News pushe, sondern wenn ich auch eine Einordnung bringe. Also zum Beispiel kleine Videos des Managements, des Geschäftsführers. Ich nenne das hier mal zur Lage, die das Ganze kontextualisieren, einen Status geben. Ich meine, vielleicht erinnern Sie sich noch, wie lange wir alle auf die erste Ansprache von Merkel gewartet haben und wie froh alle waren, als dann endlich mal was kam. Genauso läuft das hier ehrlich gesagt auch in Unternehmen. Wahnsinnig wichtig sind FAQs. Viele Leute stellen immer wieder die gleichen Fragen. Das belastet das Support-Team, das belastet die Kommunikatoren. Die Sachen hier gezielt zu sammeln und verfügbar zu machen, ist sehr wichtig. Kontakte natürlich. Wen kann ich für was erreichen? Für die IT, für Gesundheitswesen, für Krankmeldungen und so weiter und so fort. Die sollten dort kommuniziert werden. Und alle Dokumente, die Sie brauchen für Prozesssicherheit. Ob das nun Arbeitsregeln sind, ob das Verhaltensregeln sind, was auch immer. Ein paar, wie das so schön heißt, Organizational Health Formate sind auch nicht ganz unwichtig. Das ist, Organizational Health heißt auch mal ein bisschen, sagen wir mal, den nicht nur produktiven Puls spüren zu können. Das heißt einerseits Projektupdates, also was läuft noch, wer macht was, wer hat irgendwas erreicht. Ein paar Galerien mal aufzusetzen. Sie können Bilder aus den Homeoffices sammeln oder von den verschiedenen Standorten, wenn dort noch Mitarbeiter arbeiten. Natürlich auch externe Verlinkungen zu Krisenupdates. Suchen Sie sich eine wichtige Quelle, ob das jetzt das RKI ist oder ob das die Zeit ist. Das bleibt Ihnen überlassen. Und was auch hilft, ist Social Media Curation. Das heißt, interessante Beiträge, vielleicht auch von Mitarbeitern, die viel machen. Ich habe ganz am Ende dazu noch ein Beispiel. Einfach auch mal innerhalb der App zu posten. Das Schöne daran ist übrigens, vielleicht das noch als letzte Nachricht, wenn Sie es jetzt aktuell nutzen, Staffbase Now, haben Sie im Zweifelsfall auch die Möglichkeit, das langfristig nachher in eine volle Version zu übertragen. Müssen Sie dann gucken, ob Sie das wollen. Das besprechen Sie im Zweifelsfall dann da am besten mit einem Berater. So, kommen wir zum zweiten Thema, Zusammenarbeit. Der Fokus verengt sich jetzt ein bisschen auf Menschen mit, wie hieß das früher so schön, Knowledge Workern, Bildschirmarbeitsplätzen etc., die jetzt plötzlich nicht mehr einfach ihre gewohnte Infrastruktur im Büro haben, sondern die zu Hause sitzen. Wenn ich ein ganz klassisches deutsches
Büroleben zu Hause organisieren will, habe ich drei Voraussetzungen. Das eine ist, dass die Tools, mit denen die Mitarbeiter zu Hause arbeiten, müssen niedrigschwellig sein. Das heißt, Mitarbeiter müssen das System schnell verstehen und anwenden können. Es muss überall verfügbar sein. Ich habe auch schon von Fällen gehört, da sind dann Geschäftsführer hingegangen und haben irgendwie Dutzende oder Hunderte von Notebooks gekauft. Das kann sich nicht jeder leisten. Das heißt, wir haben häufig die Situation, dass wir sehr unterschiedliche Geräte haben, teilweise auch private Geräte. Das Gerät von Tablets über Handys bis hin zu alten PCs. Und das Dritte ist, das System muss ziemlich agil sein. Das heißt, wir brauchen eine große Funktionsvielfalt. Also von Texte schreiben bis hin zu Abstimmungen organisieren, sollte es relativ viel bieten. Aus meiner Sicht ist, und wir sind kein Microsoft-Partner, ich kenne das nur über Einführungen bei Kunden und wir in der Agentur nutzen es jetzt auch mittlerweile, Gott sei Dank, schon sehr lange. Die zurzeit beste Lösung ist Office 365 inklusive Microsoft Teams, weil es erstens niedrigschwellig ist, wenn Sie es jetzt anschaffen. Es ist schnell und dezentral aufsetzbar und die Mitarbeiter kennen es. Fast jeder von uns kennt Word, kennt PowerPoint, kennt Excel etc. Da müssen Sie in der Hinsicht nicht mehr wahnsinnig viel Wissen vermitteln. Das Zweite ist, es ist überall verfügbar. Microsoft hat das so gemacht, es ist völlig egal eigentlich, welche Hardware Sie benutzen. Sie können die Apps auf einem iPad genauso nutzen wie auf einem Android-Tablet, auf einem PC, auf einem Mac, was immer Sie haben. Das heißt, Sie müssen nicht Rücksicht darauf nehmen, was Ihre Mitarbeiter zu Hause haben. Also ich kenne fast, ich weiß nicht, im Linux-Bereich bin ich mir nicht ganz sicher, aber in der üblichen Device-Vielfalt ist alles verfügbar. Und das Dritte ist wahnsinnig agil, weil es eigentlich alles hat, was man für ein Homeoffice braucht. Wir haben die üblichen Office-Dinger, wir haben aber auch Tools für agiles Arbeiten. Zeige ich gleich noch ein bisschen was. Planner zum Beispiel. Wir können auch Videostreaming darüber machen und so weiter und so fort. Preislich ist es normalerweise, finde ich, auch sehr interessant. Das Beste daran ist allerdings zurzeit, dass es die sogenannte Office 365 E1 Suite, ich gehe gleich noch darauf ein, was da drin ist, zurzeit für 6 Monate kostenlos gibt. Also Sie können einen 6-monatigen Test beantragen. Hier gibt es eine Seite, die URL kann ich im Zweifelsfall sonst auch nochmal posten, wo es drin steht. Wenn Sie einen Microsoft-Partner haben, wenn Sie von einem Microsoft-Partner schon betreut werden, können Sie den einfach fragen. Ansonsten suchen Sie sich das System aus Ihres Vertrauens. Und Sie können die E1-Lizenz für Microsoft Office zurzeit für 6 Monate kostenlos beantragen, was wirklich die schnellste Möglichkeit ist, sozusagen zurzeit ein Homeoffice von der Infrastruktur her zu organisieren, die es gibt. Da drin enthalten ist einmal Office. Dabei muss man sagen, nicht die Programme zum Download auf dem privaten PC oder Mac, aber die Programme zum Download auf Tablets und Smartphones. Auf PC oder Mac nutzen Sie Online-Versionen im Browser, die ehrlich gesagt ziemlich gut ist. Also ich finde, man merkt kaum einen Unterschied zwischen PowerPoint-Nutzung im Browser und PowerPoint-Nutzung in einem Programm, das Sie runterladen. Das ist aus meiner Sicht, wenn es jetzt wirklich schnell gehen muss und wenn kein Geld da ist, ist das aus meiner Sicht immer noch eine sehr gute Möglichkeit. Sie haben E-Mail und Kalender drin, Sie haben einen zentralen Ort für Teamarbeit, das ist Teams, dazu kommen wir nochmal. Online-Besprechungen, sehr wichtig. Also Videokonferenzen zusammenschalten, Audiokonferenzen zusammenschalten, im Zweifelsfall auch Kunden dazu holen. Sie können Daten speichern an einem zentralen Ort und miteinander bearbeiten. Das Ganze aktuell auch, das konnte man hier sehr schön sehen, größtenteils datenschutzrechtlich, soweit man das überhaupt jeweils sagen kann, sicher. Im Zweifelsfall fragen Sie nochmal den Anwalt oder Justiziar Ihres Vertrauens. Aber die Daten werden mittlerweile in Deutschland gespeichert. Und wenn es zurzeit eine Office Suite gibt, die annähernd datenschutzrechtlich sicher funktioniert, dann ist es Office. Aber das war kein rechtlicher Rat. Ich sage gleich nochmal dazu. So, Office-Programm ist das eine. Was wirklich interessant ist, ist das Thema Teams. Teams ist das perfekte virtuelle Office, weil das im Mittelpunkt zwischen all den verschiedenen Tools steht. Teams bietet einen zentralen Chat und Newsfeed für alle in ihrem Umfeld. Es bietet offene und private Channels. Sie haben dort einen gemeinsamen Kalender. Sie können Team-Meetings organisieren, und eine ganze Menge Anzahl von anderen Anwendungen machen. Und das dann verknüpft mit den Dokumenten. Das heißt, Sie unterhalten sich, wenn Sie so wollen, in Teams, können da gemeinsam die Dokumente editieren und können dort zum Beispiel, was immer Sie tun, es zum Abschluss bringen. Ich spreche jetzt unser eigenes Agenturteam.
weil ich dachte, es macht vielleicht Sinn, sozusagen das Ganze mal zu starten. Ich hole das mal nach vorne. Ich hoffe, jetzt müssen Sie es eigentlich sehen können. So, das ist Teams, das in der Mitte steht. Das gibt es eben auch online oder zum Download als App, damit Sie kurz sehen, wie es funktioniert. Team ist erstmal in Teams organisiert. Das heißt, Sie legen verschiedene sogenannte Teams an. Also das zum Beispiel, das Kammann-Rossi zentrale Team, da sind alle Mitarbeiter drin. Innerhalb des Teams haben Sie dann verschiedene Kanäle für verschiedene Themen. Und hier wird eigentlich alles über Unterhaltungen, so ähnlich wie in WhatsApp oder Facebook oder wie auch immer organisiert. Das heißt, Sie schreiben hier irgendetwas rein, schicken das an alle. Sie können Leute auch mit einem Ad-Menschen ansprechen, und können sorgen dafür, dass jeder auch das erfährt, was er will. Sie können hier Dokumente anhängen. Sie können Smileys und GIFs verschicken, wenn Sie wollen. Sie können Videos anhängen und so weiter und so fort. Das heißt, all das, was Sie aus einem klassischen Social Network kennen, können Sie hier auch tun. So. Sie behalten in größeren Teaminstallationen, behalten Sie die Übersicht über den Feed. Das heißt, hier steht alles drin, sozusagen, was für Sie wichtig ist. Das heißt, alle Updates, die es in der letzten Zeit gegeben hat. Hier bei uns gibt es heute den Geburtstag der Tochter von Frau Kammann aktuell, den wir hier ein bisschen feiern. Aber hier sehen Sie sozusagen, wenn Sie erwähnt worden sind, wenn irgendjemand Sie angeschrieben hat und so weiter, sehen Sie alles hier. Da können Sie die Übersicht relativ gut behalten. Sie haben einen ganz klassischen Chat. Das heißt, hier chatten Sie mit einzelnen Menschen oder in Gruppen. Also Sie können hier verschiedene Menschen einfach direkt ansprechen. Teams hatten wir schon. Was sehr schön ist, es gibt zum Beispiel auch einen Planner, das heißt so ein Kanban-Board. Sie kennen das vielleicht von Trello. Das heißt, hier können Sie sich Ihre To-Dos anlegen, können auch To-Dos zugewiesen bekommen. Was auch mit dazugehört normalerweise ist OneNote. Das heißt, Notizen machen, das ist sehr schön, gerade wenn Sie mal einen Online-Call hatten, ein bisschen was mitschreiben wollen. Sie haben einen zentralen Kalender für das ganze Team. Und Sie können, was natürlich sehr gut ist, vielleicht wenn Sie nicht alle Telefonnummern verfügbar haben, Sie können sich untereinander anrufen. Also anrufen ist in diesem Fall Voice over IP. Hier sind alle Menschen, die ich jetzt jederzeit entweder einfach per Audio oder per Video erreichen kann. Und nicht ganz unwichtig, Sie haben eine zentrale Dateiablage. Das heißt, hier alle Dokumente, an denen Sie arbeiten, die Sie verfügbar machen müssen, sind hier. So, wer da nochmal eine Einzeleinführung will, also man kann es sich relativ leicht runterladen. Ansonsten kann ich gerne auch nochmal, wenn das Interesse ist, dann schreiben Sie einfach der Friederike nochmal eine längere Webkonferenz mit diesem Tool hier machen. So, gehen wir zurück in die Präsentation. Vielleicht noch eine Sache erwähnt, von Microsoft gibt es auch zurzeit ein Krisenkommunikationsmodul, das veröffentlicht worden ist mit Power Apps. Das heißt, da haben Sie verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Kontakte, also Notfallkontakte, Nachrichten über das Unternehmen etc. Das funktioniert sehr gut. Das können Sie auch in Teams einbinden, also wie so einen speziellen Krisenkanal. Und falls Sie parallel Staffbase haben und hier Informationen einstellen, haben Sie den entscheidenden Vorteil, dass es mittlerweile von den Netmedianern, also von der Firma Netmedia, auch eine Verbindung gibt. Ich spule mal ein bisschen vor, weil wir nicht so viel Zeit haben, die beides miteinander verbindet. Das heißt, hier haben Sie das Krisenkommunikationsmodul, das beruht letztendlich auf SharePoint. Und wenn Sie dort ein Update vornehmen, sozusagen, dann haben Sie das, was Sie zum Beispiel in Teams für die Homeoffice-Mitarbeiter publizieren, haben Sie anschließend auch direkt in Staffbase drin. Das heißt, das sieht man hier eigentlich ganz schön. Das sind die News. Hier das rechte ist Staffbase, das links ist das Krisenkommunikationsmodul aus Teams beziehungsweise SharePoint. Und dann sehen Sie hier das und das ist sehr schön miteinander parallel. Und wenn Sie hier etwas ändern, sozusagen in den Tipps und das aktualisieren, dann sehen Sie das hier an der Ecke auch. Also da ist nochmal im Moment eine ganz schöne Brücke im Zweifelsfall zwischen Teams und der Mitarbeiter-App. Staffbase Now. Gut, kommen wir zum dritten Punkt. Wir haben ja schon, oh, meine Uhr ist aus, ist das Pech bei Smartwatches. Das eine ist, wenn Sie die Infrastruktur hergestellt haben, das heißt, Sie haben sich dafür entschieden, zum Beispiel Teams und die E1 Suite zu besorgen, dann heißt das ja noch lange nicht, dass die Leute auch damit anständig umgehen können. Also, das heißt, die Continuity, also im Sinne von Business Continuity, normalerweise, wenn Sie so etwas plötzlich einführen, haben wir da Projekte, die dauern 6 bis 12 Monate. Das sind ganz klassische Change-Projekte, wo man
wo man hingeht und dann Stück für Stück die Tools nahebringt und so weiter und so fort. Die Zeit haben wir zurzeit nicht in vielen Fällen. Gerade auch in kleineren Unternehmen ist auch sozusagen das Know-how, die Ausdauer dafür gar nicht da. Das heißt, wir haben uns mal überlegt, wie man das Ganze jetzt irgendwie abkürzen könnte. Grundsätzlich bleiben die drei wichtigsten Schritte, nachdem die Infrastruktur technisch da ist, das gleiche. Das eine ist, wir müssen die Leute motivieren, das zu nutzen. Ich weiß, das klingt ein bisschen ironisch, aber man kann ein Tool nutzen, sozusagen, weil man sich wirklich damit auskennt. Oder man kann es links liegen lassen und es nicht so nutzen, wie man es nutzen sollte. Das passiert auch in Krisen, das ist gar nicht ungewöhnlich, gerade wenn Menschen deprimiert sind. Dazu müssen sie aber auch befähigen, sie zu nutzen. Das heißt, das ganze Thema, gerade auch rund um Teams und wie arbeite ich mit Online-Dokumenten etc., muss ich den Leuten beibringen. Und längerfristig sozusagen würde ich immer sagen, auch wenn alle halbwegs verstanden haben, worum es geht, ich brauche eine längerfristige Betreuung. Das heißt, Mitarbeiter sollten erfahren, dass sie in diesem Change, der jetzt wahnsinnig schnell geht, viel schneller als sonst, nicht alleine sind. So ist das die Kurve, die wir normalerweise auch in großen Change-Projekten haben. Das heißt, wir nennen das Engage, Enable und Embed. Engage ist Aufmerksamkeit schaffen, positive Grundeinstellung. Enable ist Training. Training, Training und Nutzungskompetenz vermitteln. Das dritte ist Embed im Sinne von, wir müssen leider davon ausgehen, dass das in vielen Fällen noch länger dauert. Das heißt, die Leute müssen auch Routinen finden, mit denen sie langfristig in diesem Umfeld oder mittelfristig, ich will jetzt niemandem Angst machen, ich habe keine Geheiminformationen, damit arbeiten können. Die Dinge, mit denen wir gute Erfahrungen gemacht haben, einfach als Anregung für Sie, ist im Bereich Engage, das heißt Maßnahmen für Aufmerksamkeit, ist direkt am Tag 1, nachdem Sie das eingeführt haben oder im Zweifelsfall auch jetzt noch. Wenn Sie es bisher noch nicht gemacht haben, machen Sie es nochmal. Es sei denn, alle sind fürchterlich glücklich mit der Umgebung, wie Sie vielleicht schon haben. Wirklich eine Botschaft zu Tag 1. Was soll das? Wie lange dauert das? Was ist wichtig? Worauf müssen wir achten und so weiter? Also gerade jetzt zeigt sich ehrlich gesagt in vielen Fällen gute Leadership. Das heißt, Management, ob jetzt Teammanagement oder Topmanagement, muss an die Front und muss zu Tag 1 sagen, okay, das benutzen wir jetzt, das ist wichtig, das ist die Aussicht. Soweit fahren wir auf Sicht und so weiter und so fort. Idealerweise dann gleich auch eine Start-E-Mail, weil E-Mails sozusagen haben eben sehr viele und darüber kann ich sie leicht erreichen, da die wichtigsten Informationen nochmal parallel dazu rein. Wenn Sie ein größeres Unternehmen sind, macht es durchaus Sinn, als Krisenkommunikationsteam mit wichtigen Multiplikatoren oder Führungskräften nochmal extra Runden zu machen, weil machen wir uns nichts vor, gerade diejenigen, die normalerweise entscheiden, sind nicht unbedingt diejenigen, die digitalsten sind. Das heißt, denen so ein bisschen die Hemmung zu nehmen, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen, hat sich als immer sehr vorteilhaft erwiesen. Das heißt, Führungskräfte, Newsletter, One-on-Ones mit denen, damit die nicht auf der Ebene, damit Mitarbeiter, die guten Willens sind, nicht auf der Ebene blockiert werden. Natürlich kann man auch Präsentationen verteilen, wie üblich. Und wenn Sie, was ich befürchte, was die meisten nicht haben, noch ein bisschen Geld übrig haben, dann ist auch sowas wie Versand von kleineren Giveaways oder sowas, einfach für ein bisschen gute Stimmung nach dem Motto, wir sind ein Team in Teams oder sowas in der Art, sind einfach positive, wertschätzende Signale. Aber ich gebe zu, ehrlich gesagt, sie jetzt aufzufordern, was in die Post zu geben, ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. So, Nutzungskompetenz, das ist ein sehr entscheidender Teil. Wir alle glauben, dass wir das können und natürlich ist es niedrigschwellig, wir wissen, wie wir Word bedienen, aber Word mit Teams und einem Online-Speicherplatz, der sogenannten OneCloud, im Homeoffice zu bedienen, ist eine ganz andere Geschichte, als im Büro auf einem lokalen Dokument herumzuhacken. Das heißt, ich würde auf jeden Fall mich um Kickoff-Trainings kümmern. Entweder live und oder on demand. Wenn es Ihre IT kann, ist es schön. Ansonsten gibt es bestimmt auch viele, viele Menschen, die das für Sie machen. Alternativ gibt es auch Videotutorials. Ich zeige dazu gleich noch was, die Sie nutzen können. Also einfach Links verteilen. Handbücher sind ein bisschen aus der Mode gekommen, aber Plätze, wo man was nachschlagen kann, ob Sie das als Wiki machen oder als PDF zum Download irgendwo hinlegen, helfen auch, weil es eben sehr viel schwerer ist, jetzt sozusagen die Frage-Antwort-Runden zu organisieren. Was sonst auch immer hilft, ist eben nochmal Coaching für Führungskräfte. Wir sprachen darüber, also nochmal eine halbe Stunde an die Hand nehmen und sagen, guck mal, das ist Teams, hier schreibst du an alle, so kannst du ein Bild von dir anhängen und so weiter und so fort. Auch hier wieder FAQ sammeln. Man kann natürlich auch kreativere Formate machen, so Lunch and Learn, nach dem Motto, heute Nachmittag stellen wir mal das Kanban-Board von Teams vor, das heißt Planner.
holt die Leute auf einen Kaffee 20 Minuten zusammen und so wie ich das vorhin gemacht habe, zeigt ihnen einfach mal kurz, wie das Ganze funktioniert. In Umfragen, die in Teams auch enthalten sind, können Sie kurz abfragen, wo es denn hakt. Also dann wissen Sie, was Sie als nächstes machen. Und was sehr hilft, ist, sind auch Selbstcoaching-Gruppen. Also solche Kanäle anlegen, wo sich Menschen untereinander helfen. Microsoft hat sich da sehr gemacht, irgendwie in den letzten 5 Jahren. Die bieten sehr viel online an. Ich habe hier mal aus einen Screenshot von einer Seite von denen. Die bieten sehr viel für die Endbenutzerkommunikation an, was sie dann auf sich anpassen können. Die nennen das Customer Success Kits. Ne? Also wir haben hier eine Ankündigungs-E-Mail, die können sich runterladen und dann können sie da einfügen, was sie für ihr Unternehmen für sinnvoll halten. Dann gibt es eine E-Mail, ihr erster Tag mit Teams, dann gibt es E-Mail mit Tipps und Tricks, also alles, was ihnen so ein bisschen hilft, quasi beim Coaching, beim Lernen. Es gibt auch Begrüßungsvideos, das Schnellstarthandbuch und so weiter. Also Sie sind nicht ganz alleine. Ne? Und Sie müssen auch nicht alles irgendwo einkaufen und Sie müssen nicht alles selber schreiben. Microsoft unterstützt da mittlerweile ganz ordentlich. Auch in diesem Office 365 Schulungscenter. Ne? Also das hier ist sozusagen Einführungskommunikation. Das nächste ist das Thema sozusagen alle anderen Tools, Outlook, Word, Excel, PowerPoint. Also es gibt sehr viel. Die Videos sind manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Manches davon ist aus dem Englischen übersetzt und dann hat ein bisschen so eine automatische Stimme. Whatever. In der Not frisst der Teufel fliegen. Es gibt auf jeden Fall sehr viel an Angebot. Mal ein bisschen auf die Uhr gucken. 36. Ja, ganz gut in der Zeit. Das letzte ist Embed. Das war der dritte Schritt. Arbeitskultur und Prozesse anpassen. Ich würde grundsätzlich, das empfehlen wir in großen Projekten. Ich würde es in kleinen Projekten aber auch nicht davon abgehen. Sorry, irgendwo pings bei mir, befürchte ich. Ich würde monitoren. Das heißt, ich würde wirklich gucken, nutzen die Leute die Tools? Da würde ich immer wieder Umfragen machen nach dem Motto, gibt es irgendwelche Probleme? Wenn Ihr Unternehmen groß genug ist und wir haben jetzt gerade einen Fall gehabt, da war es gar nicht mal so groß, ich glaube, es waren 30, 40 Leute, dann sollten Sie sogenannte Change Agents oder Guides ernennen. Das heißt, Leute, die ein bisschen Ahnung haben und die am Tag eine Stunde Zeit dafür haben, anderen zu helfen. Normalerweise gibt es dann da in größeren Projekten vorher eine hübsche Ausbildung für und man trifft sich und so weiter und so fort. Das muss jetzt ein bisschen mehr hands-on sein. Aber es gibt immer Leute, die sich gut damit auskennen. Das sind die, die schon lange danach geschrien haben, dass sie endlich diese Infrastruktur kriegen. Verpflichten die sich, wenn es irgendwie zeitlich machbar ist, verpflichten die sie. Und sagen Sie den Leuten, die sollen sich an Sie wenden, um Informationen einzuholen. Dann gibt es ein paar weitere Ideen, was man sonst noch so machen kann. Das heißt, wenn ich längerfristig lernen will, online zu arbeiten, das heißt in dieser speziellen Form der digitalen Kommunikation, dann kann ich natürlich verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel, was immer gut funktioniert hat, sind sogenannte Jams oder Slams. Das heißt, heute bis 18 Uhr kann jeder unter dem Hashtag, was weiß ich, wir erfinden uns neu, ein bestimmtes Produkt präsentieren. Das heißt einfach Kollaboration über die Timeline organisieren. Man kann natürlich auch virtuelle Events machen, eine Online-Afterwork-Party. Das funktioniert mit Teams, gerade durch die Videokonferenzen. Also wirklich, da gehen bis zu 10.000 Leute rein. Funktioniert sehr gut. Reverse Mentoring hilft häufig auf einer Vertrauensbasis. Wir haben das häufig gehabt, dass wir recht älteres Top-Management gehabt haben und jüngere Digital Natives und haben die in Einzelgruppen zusammengespannt. Das macht man dann nicht so offiziell, sondern eher so hinter den Kulissen. Das hilft aber häufig sehr dabei, auch dem Top-Management ein bisschen Kompetenz beizubringen. Und was auch noch hilft, die Tools besser zu verankern, ist nochmal ein dedizierter Krisenchannel. Wir hatten ja vorhin das Thema mit der Krisenkommunikation im Austausch zwischen Staffbase und Microsoft Teams. So, kommen wir zum letzten Punkt. Community. Das heißt, das Problem ist so ein bisschen, so eine virtuelle Community im Homeoffice braucht Struktur, Kontext und emotionalen Zusammenhalt. Also das, was normalerweise eigentlich, was Sie an festen Routinen haben, an Abteilungsmeetings, an Lunch-and-Learn-Formaten und so weiter und so fort, das haben Sie jetzt plötzlich alles nicht mehr. Das müssen Sie irgendwie ersetzen, das heißt, Sie müssen neue Routinen finden. Dann haben wir so ein bisschen das Problem, dass häufig Kontext fehlt, weil
Einerseits, das habe ich oft gehört, macht das Homeoffice wahnsinnig effizient. Also man ist sehr sozusagen, man ist sehr fokussiert auf diesem Bildschirm. Man hat, hängt immer davon der persönlichen Situation ab, vielleicht teilweise sogar weniger Ablenkung als in der als im Unternehmen. Wobei das im Zweifelsfall zum Beispiel für mich nicht gilt. Wir haben drei Kids zu Hause im Homeschooling. Aber Leute sind sehr stark im Tunnel häufig, ne? Weil sie einfach kaum andere soziale Kontakte bei der Arbeit haben. Und es braucht natürlich emotionalen Zusammenhalt, weil wir das Problem haben, dass dieses typische Schwatz an der Kaffeemaschine, am Wasserspender und so weiter völlig entfällt. Das heißt, das müssen wir eigentlich ersetzen online, weil wir am Ende eben auch in einer Krise weiterhin soziale Wesen sind. Bei uns in der Agentur funktioniert das recht gut. Wir haben zum Beispiel zwei Calls in der Woche. Wir haben den, meistens steckt ein dummer Witz hinter, Hello, Hello Call, 12 Uhr dienstags, 12 Uhr donnerstags, wo sich alle einfach zuschalten, wo jeder nochmal irgendwie seine Befindlichkeiten preisgeben kann. Das ist zum Beispiel was. Wir haben jeden Tag den Flachwitz des Tages. Wir begrüßen uns morgens, wir verabschieden uns abends und so weiter. Also wir versuchen, das ein normales soziales Leben aufrechtzuerhalten. Was sehr hilft, um zu Hause produktiv zu sein, sind diese 7 Dinge, die ich hier aufgeschrieben habe. Also die haben wir auch aus früheren Projekten und die sind eigentlich auch hier sehr hilfreich. Das eine ist, jeden Morgen mit so einer Art Stand-up oder Daily zu verbringen. Das heißt, wenn Ihr Unternehmen zu groß ist, natürlich nicht alle, sondern dann organisiert in Teams und Abteilungen, morgens sich per Videokonferenz zusammenschalten und jeder hat 30 bis 60 Sekunden, um zu sagen, okay, was war gestern, was habe ich heute vor, gibt es irgendwelche Hindernisse, nächste bitte. Also wirklich kurzer Statusreport, das kommt aus dem agilen Arbeiten oder aus dem Scrum. Alle Scrum Master schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen, weil wir ihre Tools klauen. Aber solche Sachen sind halt zurzeit wahnsinnig hilfreich. Wenn das vorbei ist, dieses erste Meeting, dieses Stand-up oder Daily, ist meine Empfehlung, hinzugehen und diesen Planner in Microsoft Teams zu nutzen, der wie ein Kanban-Board funktioniert und jeder schreibt das, was er gesagt hat, da nochmal rein. Ne? Und sagt irgendwie, das ist so eine Art Commitment, das ist das, was ich vorhabe. Das steht dann auf Bearbeitung und dann schiebe ich es vielleicht für den nächsten Tag in die nächste Kolumne, habe ich auch wirklich erledigt. Das ist dieses Thema Selbstverpflichtung. Also gerade in kleineren Unternehmen haben viele Chefs zurzeit die Angst, dass wenn die Mitarbeiter im Homeoffice sind, dass sie eigentlich den ganzen Tag nur Netflix gucken. Meiner Erfahrung nach ist das totaler Unsinn. Aber um auch auf der Ebene die Angst zu nehmen, ist dieses Thema, morgens einen Call zu haben, das dann nochmal zu visualisieren in einem Kanban-Board und nachzuhalten, hilft zu strukturieren und auf der anderen Seite vielleicht die Angst zu nehmen. Was auch sehr hilft, weil wir ja nun nicht sehen, ob wir am Arbeitsplatz sind, ist wirklich die aktive Nutzung von Statusmeldungen. Ich gehe hier gerade nochmal in das Teams. Also hier, ich bin jetzt zurzeit für die Agentur nicht verfügbar. Das heißt, ich bin beschäftigt, kann ich eben sagen, okay, verfügbar, beschäftigt, nicht stören, bin gleich zurück, als abwesend anzeigen und so weiter und so fort. Und das auch wirklich durchzuhalten. Zu sagen, wenn da steht, ich bin nicht da, bin ich nicht da. Und wenn da grün ist, dann bin ich auch wirklich erreichbar. Ja, weil uns eben der Sichtkontakt fehlt. Durchgängige Nutzung von OneNote. Das heißt, Besprechungen sind jetzt noch schwieriger als früher, weil es untergeht zwischen all den anderen tausenden Formaten, die wir haben. Das heißt, wirklich alles aktiv protokollieren in OneNote. Hilft sehr, ist für alle gleichzeitig in Teams verfügbar und hilft dem Ganzen eine gewisse Verbindlichkeit zu geben. Legen Sie klare Regeln fest, wo und wie Dokumente abgelegt werden. Wie heißen die Dokumente? Wie heißen die Ordner? Wo kommen sie genau hin? Also da gibt es in Office 365 das OneDrive. Da können Sie eine Ordnerstruktur für alle und für sich persönlich anlegen. Legen Sie die Namen fest, sagen Sie, was wohin gelegt wird, weil es geht wahnsinnig schnell einen Überblick verloren. Im Zweifelsfall imitieren Sie das, was Sie sonst auch schon am Arbeitsplatz hatten. Klare Regeln für die Kommunikation. Die größte Verwirrung entsteht meiner Meinung nach immer dadurch, dass man nie weiß, wo man eine Nachricht kriegt. Schickt er jetzt per E-Mail, schickt es per Chat oder schickt sie es irgendwo im Newsfeed? Wirklich sagen, welche Anwendung wird für welchen Fall genutzt. Und alles, was Sie an Basisinformationen und Regeln haben, sollten Sie wirklich sehr leicht zugänglich ablegen. Also dafür gibt es zum Beispiel in Teams die Wiki-Funktion. Dann offizielle Kommunikation zu operativen Themen sollte es auch gehen. Es ist nun mal ein kontaktarmes und kontextloses Umfeld. Diejenigen, die den Überblick haben, das heißt, das sind eben Teamleiter, Chefs, wie auch immer, sollten relativ oft
darüber informieren, was tut das Gesamtunternehmen oder was tut das Team, das Ganze auch würdigen, im Zweifelsfall auch wirklich das Ganze als Videopost machen und sagen, das haben wir erreicht. So sind wir im Zweifelsfall auch weitergekommen mit unseren Homeoffice-Einreichungen, was immer es sein mag. Aber es ist Ihre Aufgabe als Führungskraft oder eben als Kommunikator Kontext herzustellen. Weil wirklich die größte Gefahr ist, wir haben eine ganze Menge Menschen, die einfach zu Hause vor ihrem Rechner sitzen und sich eingraben in einem Homeoffice und nicht mehr über den Tellerrand gucken können. Da ist ein persönlicher Absender auch wichtig. Nicht immer so institutionell, sondern im Zweifelsfall auch mal sagen, ich habe gesehen, dass. Das dritte ist emotionale Signale. Ich würde ehrlich gesagt auch mehr Zeit als sonst mit Schnickschnack verbringen, wie das meine Oma gesagt hätte. Also aktives Community Management im Hinblick auf emotionale Verbundenheit. Ehrlich gesagt, viele Unternehmen trauen sich das nicht, wenn sie es in der regulären Umgebung machen. Hier ist es wichtig. Wir brauchen Auflockerung. Die Nachrichten sind irgendwie schlecht genug. Das heißt, wir müssen akzeptieren, dass wir hier gleichzeitig private, soziale und professionelle Wesen sind. Das heißt, ich würde durchaus hingehen und verschiedene Formate anbieten. Das können Hashtag-Challenges sein, haben wir schon kurz drüber gesprochen. Verschicken Sie verdammt nochmal im Zweifelsfall auch mal ein witziges GIF oder irgendwelche Memes. Was ich schon gesehen habe bei Kunden sind so Pausenspiele und Sportanleitungen, ne? Also die 5 Minuten Büro-Yoga vorm Bildschirm. Was ganz gut funktioniert, bei einigen sind diese virtuellen Tagebücher und Blogparaden. Also ich schreibe heute über meinen Tag im Homeoffice, du schreibst morgen darüber, um zu sehen, sozusagen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Oder eben Videokonferenzen im Zweifelsfall auch mal zu ungewohnten Anlässen, wie einem Feierabendbier, falls Alkohol bei Ihnen in der Firma akzeptabel ist. Generell würde ich eine größere Durchlässigkeit zwischen privaten und beruflichen Informationen akzeptieren, weil das nun mal so ist. Das hier ist gleichzeitig jetzt mein Büro und mein Zuhause und ich habe wirklich schon x-fach meine Kinder in irgendwelchen Videokonferenzen gehabt. Das sollte definitiv akzeptiert sein, weil ich kann nicht von meinen Mitarbeitern verlangen, dass sie ihr Haus zur Verfügung stellen und dann ihr soziales Leben quasi, also ihr familiäres Leben auf null reduzieren. Natürlich müssen Sie trotzdem Regeln für den Umgang miteinander festlegen. Sie brauchen so eine Art Social Media Guidelines im Hinblick auf Beleidigungen, gute Umgangsformen und so weiter. Was ich relativ häufig mache, ist, ich gucke mir die Stimmung im Team an. Einfacher Post, wie geht's euch heute? Daumen hoch für gut, trauriger Smiley für schlecht und Herzchen sozusagen für super gut. Das hilft mir ein bisschen, den Überblick zu behalten. Und wenn da dann auch mal ein trauriges Gesicht bei ist, dann schreibe ich ihn oder sie auch direkt an. Und das ist das, was ich meine hier mit bei starken negativen Veränderungen handeln Sie proaktiv, nicht warten. Sowas pflanzt sich teilweise genauso schnell fort wie ein Virus. Ein Unternehmen, das das zurzeit vielleicht als Abschlussbeispiel ganz gut tut, ist die ARAG. Also wir sind auch unsere Kunde. Wir haben aber mit denen in dieser Hinsicht nichts zu tun. Ich habe das nur auf LinkedIn gefunden. Die machen vieles von dem, sozusagen, was ich empfohlen habe. Also wie ihr hier schreibt, Jakob Muzio ist Marketingchef bei denen und macht viel auf LinkedIn. Die haben ihren eigenen Hashtag Arak at Home und dann sagen sie, wir haben zum Beispiel einen Wake-up-Call um 9, sind alle mal da, es gibt eine feste Struktur. Dann gibt es einen Flurfunk-Channel innerhalb von, also die nutzen auch Teams, einen Flurfunk-Channel innerhalb von Teams, wo man über Gerüchte sprechen kann oder Dinge, die man eben gehört hat, im Zweifelsfall auch mal was gerade stellen kann. Und was sie eigentlich auch sehr schön machen, muss ich sagen, sie zelebrieren das natürlich auch, um den Kunden Sicherheit zu geben, auch schön auf Social Media, hier auf Instagram, auch aus dem Homeoffice für euch da. Positive Signale nach außen zu senden, kann durchaus auch sehr schöne positive Effekte nach innen haben. Ne? Das finde ich hier ganz nett, weil das ein bisschen den Stolz eben auch ausdrückt, nach dem Motto, wir haben das geschafft und wir sind weiter. Letztendlich ist es ein Weg? Wir hoffen, dass wir es nicht so lange brauchen, aber ich im Moment befürchte, es normalisiert sich nicht so schnell. Das heißt, alles, was ich heute empfohlen habe, lässt sich eigentlich innerhalb von 3 bis 15 Tagen, also innerhalb von 3 bis 5 Tagen grundsätzlich realisieren. Und wenn es dann für 4 Wochen hilft, die Arbeitsfähigkeit sicherzustellen oder von mir aus auch 12, dann ist es, glaube ich, gut eingesetztes, zwar Geld, Ressourcen und Mühe. Ja, denn wie heißt es so schön, ein virtuelles Team ist man nicht, ein virtuelles Team wird man eigentlich immer. So.
Ich wäre soweit fertig. Ich weiß nicht, ob die Friederike da ist und ob es Fragen gab. Ich bin wieder dabei und es gibt Fragen. Zum Beispiel, hast du Empfehlungen für Corporate Online Games, um das Teamgefühl zu stärken, die schnell und unkompliziert implementiert werden können? Ja, wenn die, also ich hab noch eine Linkliste für diese Geschichten. Die kann ich gerne rausschicken, vielleicht dir eine kurze E-Mail schreiben, dann leite ich das weiter. Genau. Also es bekommen sowieso alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmal eine Nachricht von mir im Nachgang und dann kann ich das Okay, auch da gerne kann ich das im mitteilen. Zweifelsfall auch einpacken, ja. Zum Thema Mitarbeiter-Apps. Kann, darf, sollte man erwarten, dass Mitarbeiter ihre privaten Smartphones verwenden? Definitiv ja, und ich glaube, die meisten werden es auch tun. Also in einer Situation wie dieser, also wir haben generell, machen wir die Erfahrung, dass 90% der Mitarbeiter bei Einführung dieser Apps das Ganze einfach akzeptieren und in vielen Fällen auch sehr begrüßen. In Situationen wie diesen ist alles, was Sicherheit vermittelt und alles, was eben diese Informationssymmetrie herstellt. Einerseits wird es, glaube ich, begrüßt und andererseits kann ich es in dem Fall auch erwarten. So. Also da würde ich ehrlich gesagt keine großen Fragen mehr stellen. Sollte es welche geben, die es nicht machen, muss man einen anderen Weg finden. Aber meine Erfahrung ist, das passiert auf jeden Fall. Und es ist im Zweifelsfall auch, es kostet nichts. Es ist der Download einer App nach dem 15. Tag. Ich kann das aus meinem Heim-WLAN machen, also da entstehen eigentlich auch so gut wie keine Kosten. Insofern, das meinte ich eben auch mit niedrigschwellig. Ne? Deine Einschätzung ist gefragt, ist Teams auch nutzbar für die interne Kommunikation im Sinne eines Social Intranets oder eher ausschließlich für Zusammenarbeit? Das ist ein guter Punkt. Das hängt von der Größe der Organisation ab. Also grundsätzlich ist es ein Collaboration-Tool. So, da findet natürlich soziale Kommunikation statt. Ich kann auch verschiedene Elemente aus SharePoint mit einblenden. Letztendlich ist es aber eher eine Kommunikationszentrale und als Social Intranet, das heißt, wenn ich Kommunikation und Informationsvermittlung im breiteren Maßstab, das heißt, ich habe meine Videos, ich habe meine Company-Updates, und viele andere Dinge. Wenn ich das darüber fahren will, kommt es sehr schnell an seine Grenzen. Ich glaube, es ergänzt sich sehr gut mit allen SharePoint-Projekten, es ergänzt sich auch gut mit solchen Dingen wie Staffbase. Aber es taugt nicht als einziges Tool für ein Social Intranet, zumindest nicht in Organisationen über, sagen wir mal, 250 oder 500 Mitarbeiter. Wie beurteilen Sie im Besonderen zur Information, Kommunikation an und mit Führungskräften Trema? Ach so, das Problem ist, gut, also ich meine, am Ende ist Threema genauso wie WhatsApp, genauso wie, wie heißt es, Telegram, ist einfach ein Messenger-Format. Threema ist sicherlich grundsätzlich sicherer, es ist hochgradig verschlüsselt, die Schweizer garantieren dabei auch eine gewisse Vertraulichkeit. Grundsätzlich bin ich aber bei allen sozusagen nicht exklusiven Kanälen sehr, sehr skeptisch. So. Also ich glaube, dass es datenschutzrechtlich wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Also es findet zwar in der Schweiz statt, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich nicht unbedingt erlaubt. Ich meine, wie ich vorhin schon sagte, in der Not frisst der Teufel fliegen. Bevor ich niemanden erreiche, nutze ich im Zweifelsfall auch sowas, so wie viele am Anfang auch WhatsApp benutzt haben. Als regulären Führungskräftekanal finde ich es auf die Dauer nicht passend. Es bietet zu wenig Möglichkeiten. Es ist datenschutzrechtlich nicht abgesichert und ich würde immer versuchen, einen offiziellen Kanal herzustellen, der mir auch wirklich gehört. Danke. Eine Frage haben wir noch. Noch liegt der Fokus in unserer internen Kommunikation auf Krisenkommunikation, Stichwort Ankündigung, Kurzarbeit etc. Haben Sie eine Empfehlung, ab wann es in eine positive Change-Kommunikation, zum Beispiel hinsichtlich Einführung ins Remote Working, gehen sollte? Ich würde, also
Also meine Erfahrung, ich kenne die Situation in Ihrem Unternehmen nicht im Detail. Deshalb weiß ich nicht sozusagen, wie groß, sozusagen, also wie scharf die aktuelle Krisenkommunikation ist. Also im Hinblick auf die Tatsache sozusagen. Also wie geschockt ist das Unternehmen? Ich meine, am Ende funktionieren auch diese, wie auch in dieser Krise funktionieren sie alle nach dieser üblichen Kurve, ne? Also wir haben Change und dann gibt es die berühmte Kübler-Ross-Kurve etc. Das heißt, wenn Sie den Eindruck haben, die Leute sind einmal durchs Tal der Tränen, ne? Also es ist auch wirklich alles so weit auskommuniziert, dass jeder weiß, was auf ihn zukommt etc. Und da kommt jetzt nicht mehr, weiß ich nicht, alle 2 Tage noch eine neue Hiobsbotschaft, dann können Sie eigentlich mit den positiven Sachen beginnen, weil sie müssen, oder sagen wir mal mit den Continuity-Sachen, weil sie müssen das natürlich irgendwie wieder nach oben schieben. Das ist das eine. Das heißt, die interne Lage, wenn sie alles kommuniziert haben, was an Tauchen da ist, dann legen sie relativ schnell los und richten den Blick wieder nach vorne. Das zweite richtet sich natürlich, man muss ein bisschen Gefühl dafür kriegen, wie auch die gesamtwirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Lage ist. Also ich versuche mich auch immer ein bisschen an dem zu orientieren, was aus der Politik kommt. Merkel zum Beispiel hat gestern gesagt, irgendwie, naja, es ist noch viel zu früh, irgendwas aufzulösen in irgendeiner Form. Sie verbittet sich das. Das heißt, auch das weist darauf hin, dass es Sinn macht, die Leute im Hinblick auf das Remote Working jetzt wirklich einzustimmen. Also grundsätzlich glaube ich, dass es jetzt ein guter Zeitpunkt ist, wobei ich das jetzt im Detail für Ihr Unternehmen nicht beurteilen Hier ist noch eine neue Frage reingekommen, kann. sicherlich auch eine Herausforderung für viele Unternehmen gerade. Wie können neue Mitarbeiter, die zum Beispiel zum 1.4. anfangen und komplett von zu Hause aus eingearbeitet werden müssen, gut ins Team integriert werden? Okay. Ich würde ehrlich gesagt, ich gehe noch mal gerade hier. Kann man meinen Bildschirm noch sehen, ja, oder? Ja. Moment, wo ist denn der? Passt vielleicht ganz gut. So, wenn wir uns an dem hier ein bisschen festhangeln und mal so tun, als wäre der die neuen Mitarbeiter quasi der Change. Das heißt, dass quasi das, was wir jetzt vorstellen müssen, dann wären das die 3 Schritte, die ich sozusagen mit den Mitarbeitern tun würde. Das erste ist Engage, das heißt, ich muss die wertschätzen und muss dafür sorgen, dass andere sie wertschätzen. Das heißt, ich würde neue Mitarbeiter mit kurzen Videocalls oder mit selbst aufgenommenen Videos oder mit irgendwelchen Blogposts, was auch immer sie haben, würde ich sie vorstellen. Ich würde dafür sorgen, dass sie Aufmerksamkeit kriegen. Nicht im Sinne von ausstellen, aber im Sinne von sozusagen wertschätzender Begrüßung. Die sollten da sein und die sollten das Tool bekommen, sich auch wirklich mal vorzustellen. Sei es über eine Teams-Videokonferenz oder was auch immer, dass dieser Engage-Teil. Das zweite, wo sie sich wirklich viel Mühe geben müssen, ist sozusagen dieses Enable. Das heißt, wenn die sind ja auch nicht darauf vorbereitet, dass sie in dieser Situation sind. Das heißt, ich würde denen auf jeden Fall, wenn es irgendwie geht, für eine gewisse Zeit einen Mentor an die Seite stellen, der ihnen erklärt, wie die Strukturen eigentlich sind, die man jetzt nicht sehen kann, wie die aktuellen Krisenstrukturen sind, würde dafür sorgen, dass sie ihre Trainings anständig machen, also Teams, Online-Trainings und so weiter und so fort. Damit sie auch wirklich arbeitsfähig sind in irgendeiner Form. Und das dritte ist sozusagen Arbeitskultur und Prozesse anpassen. Ich würde denen durchaus die Möglichkeit geben, an vielen von diesen Dingen, die ich hier sozusagen im dritten Bereich hatte, teilzunehmen. Das heißt auch wirklich dafür zu sorgen, dass sie sozusagen, dass sie zum Beispiel, wenn sie was gemacht haben, werden sie positiv vorgestellt. Sie nehmen an den Slams teil, vielleicht organisieren die selber auch mal ein virtuelles Event etc. Also es hängt jetzt immer ein bisschen davon ab, wenn Sie jetzt ein Riesenunternehmen sind, das 500 Mitarbeiter gleichzeitig einstellt, dann könnte es so ein bisschen eng werden. Ansonsten, wenn es in einem vertretbaren Umfang ist, wären das die Dinge, die ich tun würde. Okay, vielen Dank. Das war es dann auch mit den Fragen. Von mir noch ein kleiner Hinweis. Am 7. und 8. April veranstalten wir eine Webkonferenz zum Thema interne Kommunikation im Ausnahmezustand. Auch da wird Carsten Rossi nochmal sprechen. Außerdem haben wir auch noch eine Reihe anderer kostenfreier Webinare in den kommenden Tagen für Sie geplant und freuen uns natürlich, wenn wir dabei sind. Im Nachgang erhalten Sie von mir dann die heutige Präsentation und die Aufzeichnung. Und wie versprochen auch die Linkliste, nach der jetzt auch nochmal gefragt wurde.
Ja, vielen Dank, Carsten, und alles Gute für Sie. Okay, danke, alles Gute, ich drücke die Daumen.